Okay, wir sind zurück und es ist jetzt, glaube ich. Boah, wie lange ist das her? Bestimmt 1,5, 2 Monate gefühlt. Auf jeden Fall. Einfach wegen dem Umzug und bis ich alles wieder einsatzbereit hatte und dann musste ich wieder Streamzeiten finden, die für mich passen. Und deswegen ist es jetzt eine ganze Weile her. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Außer dass das letzte, was wir gemacht haben, war, glaube ich, hier die Mauer und die Türme. Deshalb würde ich auch eigentlich glatt sagen, dass wir da weitermachen. Ich glaube, ich habe aber dazwischen auch noch mal geangelt. Das heißt, wir können unter Umständen mal noch ein bisschen verzaubern vorher. Da, und dann hoffe ich, dass wir was Gutes für die Schuhe kriegen, weil Feather Falling fände ich wichtig. Feather Falling ist so eine Verzauberung, die man meiner Meinung nach unbedingt braucht. Bin mich hier gerade irgendwie nicht sicher. Lass mal gucken, was kriegen wir hier aus? Fire Protection 4. Da müssen wir vorher doch noch was anderes verzaubern. Vielleicht den Helm. Sagt der Helm, was kriegen wir hier raus? Unbreaking 3 zumindest. Und Fire Protection 4. Lassen wir das erstmal so. Protection 4. Death Strider 3 und Unbreaking, das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Ich habe aber kein anderes Buch, wo Feather Falling drauf ist, richtig? Glaube nicht. Okay, das heißt, die können wir schon mal dafür nehmen. Wir können noch einmal entzaubern und es erneut versuchen. Das heißt, wir nehmen nochmal den Helm. Aqua Affinity. Protection 4, Unbreaking 3, Aqua Affinity. Nice. Also das heißt, da können wir dann auch zeitnah Mending drauf machen. Aber ich hätte gerne das auf der Schaufel. Genau. Geben wir der einen Namen? Können wir später immer noch machen. Und ich hätte gerne Federfall auf den Schuhen. So, Mending-Bücher müsste man jetzt noch auftreiben, am besten 2 Stück. So, hier fehlt, glaube ich, nur noch Respiration. Und ansonsten habe ich, glaube ich, eigentlich alles. Habe ich noch ein Buch mit Respiration drauf? Nee. Okay, wir brauchen hier, das muss weg. Die Reihe muss weg. Die Reihe habe ich schon weggemacht. Das Ding ist, genau, es ist, glaube ich, der Sandstein beim letzten Mal fast ausgegangen. Frage ist jetzt, wie machen wir es am geschicktesten? Das mit anderen Worten. So, kurze Frage. Da sind immer 3 zwischen. Ne? Dritte und dann 3 dazwischen. Ja, ich glaube, es ist okay, wenn ich hier und hier. Frage ist halt auch, wie man weiter vorgeht, sobald der Tempel fertig ist. Einfach weil. Ich meine, der nächste logische Schritt wäre, weil ich finde, es lohnt sich nicht, noch größere Bauten irgendwie zu machen, bevor wir einen Elytra haben. Und deshalb wäre ich eigentlich geneigt, zu sagen, man sucht eine Festung, also ist erst eine Nether Fortress und dann halt eine Stronghold. Und muss, das war, wir müssen das Ganze ja eh noch mit Netherportalen alles anbinden. Ich glaube, wir sind jetzt eigentlich auch an einem Punkt, wo wir den. Ich meine, wir haben jetzt die Rüstung soweit verzaubert, dass das Einzige, was fehlt, ist noch Unterwasseratmung. Das brauchen wir im End sowieso nicht. Aber also den Enderdrachen müssten wir eigentlich schon locker schaffen. Was halt noch fehlt, sind Slow Falling Potions und Enderperlen. Genau, Enderman. Wir könnten mal versuchen, ob wir jetzt
ein paar Endermen uns jagen können. Ich hätte gerne noch Loot. Ja, stimmt, wir hätten müssen noch unser Schwert verzaubern. Das Schwert ist noch nicht verzaubert. Und vor allem fehlt da Looting drauf. So, ich muss auf jeden Fall noch Laternen craften. So viel ist sicher. Wir haben hier... Mit welchem Abstand habe ich die gemacht? Mit jeweils ein Dreier Abstand, okay. So, wie habe ich das denn auf der Seite gemacht? Oder da habe ich auch noch nicht ausgegraben, oder? Ich glaube, auf der anderen Seite muss ich es ein bisschen... Ja, hier habe ich es auch noch nicht gemacht. Das da muss ich noch mir was überlegen. Habe ich heute eigentlich schon erwähnt, dass mir farbiges Licht in Minecraft fehlt? Das wäre halt richtig cool, wenn das Licht dann auch noch durch das Glas gefärbt werden würde und dann die unterschiedlichen Seiten vom Tempel auch ein bisschen unterschiedlich aussehen. So, Frage ist, bekäme man hier halbwegs... Ah, dann müsste ich sie dann ins Aquädukt anbinden, damit es auch wirklich gut aussieht. Aber ob man hier Felder hinbekommen würde... Ja, soweit so gut. Jetzt, wo man den Sand brauchen könnte, hat man ihn natürlich nicht mehr zur Hand. Ach, die Frage ist halt, nutzt man das hier irgendwie als Feld? Bietet sich eigentlich an. Ich habe sogar eine grobe Vorstellung, wie man es machen könnte. Heißt aber, dass wir uns auch im Laufe der Zeit nochmal Farbstoff holen müssen. Ja, natürlich, wenn man es so macht, dass man hier so einen Pfad hat, der dann langsam auch eher so in dieses... Nee, hier wäre es lila. Lila übergeht und lila geht dann irgendwie diagonal in die Richtung und dann könnte man die Felder auch so ein bisschen daran anpassen. Wir müssen nur aufpassen, dass das Concrete Powder nicht mit dem Wasser in Berührung kommt. Sonst wird es hart. So, und wo machen wir hier zu Cyan? Ich würde sagen, Cyan kann hier so beginnen. Das wir machen einmal bis... Ist da und dann praktisch um den Turm herum ist da wäre dann Cyan. Ich glaube, ich kann doch anfangen, Sand in Sandstein zu verwandeln. Ich mache es eigentlich nicht gerne, weil es sich eigentlich nicht lohnt, aber dass wenn wir irgendwas in Sand, was richtig viel Sand bräuchten, würde ich in Sandduplikator bauen. Insbesondere halt für roten Sand. So, wenn ich davon ausgehe, dass man hier komplett und dann praktisch mal bei... Ich tue mich mit diagonalen Wegen immer schwer. Wenn ich eine Dreierbreite habe, muss ich damit leben, dass es halt manchmal... auch nur zwei bereit ist. Und wenn ich dann einen Zweierweg habe, eben nur einen. Ich tue mich mit diagonalen Wegen irgendwie schwer. Aber wenn ich dann habe, dann habe ich es hier. Hier. Nein, dann muss da einer einschließlich Diagonale, das heißt Moment. Das noch 909 von 1500, ja. Das Blöde ist halt nur, dass die Fackeln dann weg sind und ich dann erstmal was... Gut, auf Farmland spawnt sowieso nichts.
Also das ist eigentlich schon mal gar nicht schlecht. Ach, das könnte ganz gut aussehen, glaube ich, wenn es fertig ist. Wenn es irgendwann mal fertig ist, weil das wird noch dauern, glaube ich. Die Frage macht, ist, machen wir zuerst das Feld so weit, dass es funktioniert? Oder gucken wir erst, dass wir das Aquädukt auch entsprechend erweitern? Weil dann hätten wir nämlich auch schon mal den Teil aus dem Weg. So, theoretisch müsste man dann hier. So. Wenn man hier dann langläuft, wäre man auf dem Pfad. Genau. Wir können ja eigentlich nochmal probieren, ob wir die Schaufel nochmal ein Stück repariert kriegen, indem wir nochmal ein paar Kühe schlachten. Beziehungsweise erstmal züchten und dann schlachten. So. Und dann kann nämlich das hier weg. Das weg. Jetzt wird's wieder lustig mit dem Eimer. Ach stimmt, das ging ja doch relativ easy. Was die Spitzen angeht, muss ich das wahrscheinlich später sowieso noch überarbeiten. Ja, wenn man natürlich hier dran die Stützen macht, könnte das ganz gut aussehen. Die Alternative wäre, wenn man hier in der Mitte. Wobei, warte, nee, Mitte geht nicht. Oder? Doch, Mitte geht auch. Da muss ich halt die Stützen zwei breit machen, damit es symmetrisch aussieht. Hat die Frage, macht man viele schmale oder. Oh, Katze. Ich meine, so ein richtiges Aquädukt hat ja nicht mehr Stützen. Also die waren ja immer so ein Bogen praktisch, die ineinander übergingen. Ich habe jetzt leider gerade kein Foto zur Hand, aber. Ich will halt auch nicht, dass der Weg, der da drunter ist, total eingeengt wirkt. Aber ich glaube, wenn man einen großen Stützpfeiler macht, kann man den auch besser ausschmücken, als man es unter Umständen halt könnte, wenn man zwei kleine macht. Also das spreche ich schon dafür. Dann müsste halt entweder hier, hier oder nämlich genau dazwischen. Wobei man natürlich auch beides machen kann. Dann hat man hier so Dreierdurchgänge. Boah, ist das alles kompliziert. Ich markiere das erstmal so. Deshalb habe ich so einen riesigen Respekt vor Leuten, die das halt mal eben einfach on the fly entscheiden können. Dann machen wir es so, wir werden gleich erstmal die Kühe züchten, ein paar schlachten, dabei unsere Schaufel ein bisschen wieder aufbauen. Aber haben wir nicht irgendwo noch eine Diamantsense rumliegen gehabt? Ich will nicht eine zweite craften, wenn man die. Ne? Ich will keine zweite craften, weil wer braucht zwei? Eine ist schon grenzwertig genug. Was man aber tatsächlich mal machen könnte, wäre Zyan. Ne, wir brauchen Lila, brauchen wir. In der Ecke brauchen wir Lila. Dafür brauchen wir wiederum Rosen. Habe ich noch Rosen übrig? Ja, Farbe. Wir brauchen immer noch mehr Gravel. Purple Concrete Powder, genau. Das ist zu wenig, was ich hier gemacht habe. Aber vielleicht reicht es zumindest für das, was ich vorhabe. Dass man zumindest das markieren kann, wo es lang geht. So, die Frage ist, zieht man das noch ein bisschen, das Blaue noch ein bisschen weiter?
dass der Übergang vielleicht eher hier beim Turm stattfindet, statt hier drüben. Aber das sind Sachen, die kann man später noch klären. So, und wenn das richtig, wenn ich das richtig gemacht habe, müsste das eigentlich alles dann bewässert werden. Weil diagonale Reihen ja auch zählen. So, Frage, lasse ich es auslaufen? Was ist das? Das sieht, glaube ich, nicht gut aus, oder wenn man es auslaufen lässt. Alles gemacht. 55. So 196 Erdblöcke sind das hier. Das heißt, wir brauchen genau 3 Stacks Samen und noch 4. Und es geht perfekt auf. So, wir haben leider nicht so viel Sandstein, wie ich gerne hätte. Aber wir können zumindest, wenn wir hier schon mal ein bisschen ausgraben. Und haben auch schon fast keine Erde mehr. So, die Frage ist, haben wir dann gleich auch noch genug Sandstein für die Mauern? Weil ich glaube, das könnte tatsächlich eng werden. So, geschafft. Ich überlege, dann lohnt es sich vielleicht. Wann vielleicht hier? Ja, gut. Das hier ist relativ nah am an dem Dings, wie heißt es, am Grasland. Aber ansonsten würde ich eigentlich schon fast sagen, nutzt man die Hälfte dann hier drüben dann für verschiedene Tiere, auf eine ähnliche Weise vielleicht wie da. Brauchen wir eine Unmenge an Zäunen. Vielleicht. Keine Ahnung, macht man hier irgendwo welche mal Sachen, wo man regelmäßig Bäume einfach nur zum Farmen anpflanzt. Und dann hat es jeder Quadrant praktisch so ein bisschen benutzt. Okay. Soweit, so gut, würde ich sagen. Haben wir eigentlich schon mal einen Teil heute geschafft? Wir haben die Mauern fertig, wir haben Felder, wir haben das Aquädukt weiter. Es ist schon mal. Es nimmt Gestalt an, würde ich sagen. Ich denke, das reicht aber auch für heute. Danke fürs dabei sein und. Wenn alles gut geht, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Okay, da sind wir wieder. Jetzt ist eine Woche vergangen und mir ist auch beim Nachschauen der Aufnahme, beziehungsweise beim Schneiden aufgefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier
so lassen will. Auf der einen Seite, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht vielleicht die Türme auch in den Mischfarben mache. Weil sonst sieht das komisch aus, wenn hier lila ist und hier blau und rot. Also entweder ändere ich das oder ich sage halt, dass genau hier, also genau nach dem Fenster, praktisch nach hier, nach der Mitte des Fensters, sich hier die Farbe zur Mischfarbe verwandelt. Weil ich glaube, ansonsten sieht es seltsam aus. Ich würde einfach nochmal vorher das hier rausnehmen. Aber darum soll es heute auch gar nicht gehen. Denn ich möchte heute in den Nether gehen und dann hoffentlich mit einer brauchbaren Menge Ancient Debris rausgehen. Damit wir unsere ganzen Werkzeuge und Rüstung, zumindest die Rüstung wäre mir wichtig und am besten auch eine oder beide Spitzhacken, dass wir die aufrüsten können. Das könnte natürlich jetzt auch alles ein bisschen utopisch sein. So, wir haben noch Steak. Wir haben Fackeln. Der Wassereimer bringt uns nicht viel. Goldener Apfel ist vielleicht mal ganz gut, falls wir von Lava erwischt werden. Das Ding ist, ich muss die Portale selber auch noch sichern, aber ich weiß noch nicht so genau, ob ich das Design aus meiner anderen Hardcore-Welt beibehalten möchte. Meine Hoffnung ist ja, dass wir bei der Suche nach dem Trümmern auch vielleicht eine Festung finden. Also eine Fortress, nicht eine Stronghold. Und was wir vielleicht mal hier zwischenlagern sollten, wäre eine Crafting Bench und eine Kiste. Soweit, so gut. Und jetzt brauchen wir. Wir sind auf 14. Jetzt machen wir einmal F3G. Genau, wir brauchen die Chunk-Grenze. An der müssen wir uns nämlich orientieren. Chunk-Grenzen brauchen wir jetzt nicht mehr, aber den Chunk-Grenzen ist tatsächlich mehr Netherite durch da einfach dadurch, dass es halt chunkweise generiert wird. Da ist unser erstes. Und sehr gut. Unser erstes. Gucken, wie viel wir noch finden. Hier brauchen wir für ein Netherite Ingot, soviel ich weiß. Da ist das nächste. So, langsam kann aber noch mal ein bisschen Ancient Debris kommen. Wir haben jetzt 9. Möchte gerne mindestens 28 haben. Wenn noch mehr drin ist, wäre es natürlich super. Hier kommt auch der Punkt, wo wir uns dem anderen Dings anschließen. Okay, uns passiert aber nichts. Warum haben sie nicht mit Betten? Das hier ist Hardcore. Geht das irgendwie, dass wir das ist, glaube ich, ein Aufwand nicht wert, in die Richtung graben zu wollen. So, ich glaube aber, wir können mal gerade die andere Spitzhacke upgraden.
Sag ich beide sogar direkt. So, 15 hatten wir bis jetzt. Das heißt, wir haben eigentlich schon die Hälfte von dem, was ich auf jeden Fall raushaben wollte. Moment, ich muss mal eben. So. Ah, Neverite Ingot. Nicht wundern, ich habe ein Texture Pack drin, was die Neverite Sachen austauscht. So, dann einmal. Ja. Ja, ich habe vorher noch nie Neverite Sachen gehabt. Oh, sehr schön. Ich muss aber sagen, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es gut finde, dass Neverite ein komplettes Upgrade zu Diamant ist. Also Neverite als, ich hätte es vielleicht eher als eine Art Sidegrade gemacht. Dass du halt nicht ein Upgrade zu Diamant hast, sondern potenziell später mehrere Sachen haben könntest, mit denen du deine Diamant-Sachen aufrüsten kannst. Also Neverite könnte dann vielleicht noch eingebaute Fire Protection haben. Was halt schon mal gut wäre für den Nether. Und keine Ahnung, wenn man vielleicht noch andere Mineralien oder sowas hat, die man mit Diamant kombinieren kann später, vielleicht noch... Keine Ahnung, boah, was gibt's denn noch? Vielleicht irgendwas, was dir... Ja gut, also irgendwas, was man vielleicht, wenn man vielleicht sonst Enchantments bräuchte. Vielleicht noch irgendwas, was euch für Explosionen vielleicht noch schützen kann. Ich meine, streng genommen kann man das immer noch machen mit den verschiedenen Rüstungen, dass halt Neverite praktisch so eine Art direktes Upgrade ist. Von wegen, es hat ein bisschen mehr Geschwindigkeit, ein bisschen mehr Damage, ein bisschen mehr Schutz, ein bisschen mehr Haltbarkeit. Praktisch in allen Belangen ein bisschen besser. Und man kann dann theoretisch immer noch andere Sachen hinzufügen, die halt nicht alles verbessern, aber dafür bestimmte Sachen deutlich mehr. Also was zum Beispiel, keine Ahnung, ich meine, Gold hat ja schon so eine Nische, aber wäre dann zum Beispiel eine Möglichkeit. Wie gesagt, irgendwas, was eingebauten Schutz vor, wie heißt es, vor Feuer hat oder vor Explosionen. Oder was finde ich halt für solche Geschichten hier eigentlich total gut wäre. Wären Werkzeuge aus Obsidian, die man vielleicht auch gar nicht verzaubern kann, aber halt trotzdem einfach absurd hohe Haltbarkeit haben. Und ansonsten sich halt wie Eisen verhalten. Oder Enderite, ja, das könnte zu Enderite hätte vielleicht irgendwie die Möglichkeit, dass. Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Auch so ein Endgame-Ding, dass vielleicht Shulker und Enderman einen ignorieren. Oder also zumindest da halt neutral sind. Also richtig neutral. Auch, dass denen auch egal, dass halt Enderman auch egal ist, wenn du sie anguckst, solange du die nicht angreifst. Oder dass sie halt extrem wenig Schaden gegen dich machen, wenn du das trägst. Eingebauter Kürbis. Ja, sozusagen, nur halt ohne dass es deine Sicht komplett zerstört. Oder halt sowas ähnliches halt als Rüstung für, wenn du in... Vielleicht Rüstung, die du auch nur... also halt Material, was du vielleicht nur in Ozeanmonumenten findest. Aber wenn du das einmal hast, kannst du halt in so Monumente reingehen und die Guardians lassen dich in Ruhe. Und du kannst unter Wasser atmen, wie als hättest du eine Conduit. Hast auch, glaube ich, finde ich, instant auch direkt wieder, wenn es alles auf Diamantrüstung basiert, hast auch, finde ich, direkt wieder Diamant aufgewertet. Weil ja, das ist ja auch so ein bisschen das, was viele Leute eben nicht gut fanden, dass Diamant eben nicht mehr das Höchste ist. Ich finde es aber auch übertrieben zu sagen, dass Diamant jetzt Trash ist, weil, wie gesagt, Neverite ohne Diamant ist auch nutzlos, abgesehen davon, dass du es halt wie Obsidian auch nicht ohne abbauen kannst. Haben wir jetzt? Wir haben 7. 15 hatten wir.
Also noch bräuchten wir noch mindestens 6. Ich glaube aber, ich werde tatsächlich hingehen und einfach die komplette Neverride aufbrauchen. Wobei, ja, ich glaube, so viel Zeit habe ich nicht. Ich kriege nachher noch Besuch. Aber eine halbe Stunde haben wir auf jeden Fall noch. Das Tolle ist eigentlich, dass wir das Schwert schon aufgerüstet haben auf Neverride. Da bringt das auch bessere Enchantments am Tisch. Also in der Hinsicht wirklich Win-Win. Vielleicht kriegen wir ja sogar heute noch ein paar gute Enchantments da drauf. Okay, what? Ein Pickelin-Baby ist gestorben und danach hört man ein gackerndes Huhn. Ich wette, das ist erstickt. Und das Huhn lacht darüber. Eins, zwei, drei. So, damit hätten wir eigentlich, was wir wollten, ne? Wenn wir vielleicht noch drei finden auf dem Rückweg, dann hätten wir so ziemlich alles, was wir brauchen. Ich bedenke, dass halt manche Leute einfach so einen Ultraflex machen mit einer Full Neverride 6er Beacon. Ich bin froh, dass ich jetzt einfach mal die ganzen Werkzeuge aufgerüstet habe. Ich meine, gut, mit TNT Mining geht es wahrscheinlich auch nochmal schneller. Beziehungsweise auch wenn man in Bastions geht, bestimmt auch. So, dann einmal. So. So. Ach, Knockback Resistance kriegt man ja auch noch. Das wird lustig gegen den Enderdrachen, glaube ich. Nice, ich habe ganz vergessen, dass es dafür ein Achievement gibt. So, ich glaube, verzaubern schaffen wir jetzt nicht mehr, aber was ich mal probieren möchte. Sind hier irgendwo Endermen zu sehen? Binnen. Nee, leider keine Enderman zu sehen. Das ist sehr schade. Aber naja, wie gesagt, ich glaube, dass mit dem Gold und dem Netherquarz werde ich in einer Zeitraffer-Segment verlegen. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich vermute mal, in diesem Video wird wahrscheinlich noch ein Stream reinkommen, weil hier werde ich wahrscheinlich nicht so viel rausgezogen haben. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder.